Julian möchte nach der Schule eine Ausbildung als Bankkaufmann machen. Deswegen bewirbt er sich bei der Sparkasse Celle. Nach einem erfolgreichen Einstellungstest und dem anschließenden Bewerbungsgespräch wird Julian angenommen und befindet sich nun im ersten Ausbildungsjahr. Hallo. Guten Morgen. Ich hätte gerne eine Kontoauszugsnummer. Ja. Nutzen Sie noch gar nicht das elektronische Postfach in unserem Online-Banking? Bisher noch nicht, nein. Wollen wir da mal einen Termin vereinbaren, dass Sie das mit dem Berater einrichten können? Wenn das Vorteile für mich hat, gerne. Hallo Frau Böse, schönen guten Tag. Hallo Frau Kummer. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie einmal mit durch, ja? Dankeschön. Im zweiten Ausbildungsjahr sind wir Azubis in der Beratung in verschiedenen Geschäftsstellen eingesetzt. Dort gehören die Vorbereitung sowie das Miterleben und Nachbereiten von Kundengesprächen zu unseren täglichen Aufgaben, sodass wir später selbstständig Gespräche führen können. Dabei haben wir natürlich jederzeit die Unterstützung von dem Beraterteam vor Ort. So, ich gehe jetzt erstmal in die Kantine und guck, was meine Mit-Azubis so machen. Franzi, wo kommst du denn gerade her? Ja, ich bin noch gerade in der Immobilienabteilung und ich war heute auf einer Hausbesichtigung. Nee. Und das war echt so toll. Das war so ein großes Haus direkt an der Aller. Oh, wie geil. Das war echt eine tolle Erfahrung. Ja, das glaube ich dir. Ja, dann kannst du jetzt gleich mit in eine Kantine kommen. Ja, genau. Sehr praktisch. Ich hab jetzt Pause. Ja. So, dann schauen wir mal. Oh, es sind ja schon alle da. Ja, stimmt, da sitzen sie ja alle. Hallo. Hallo. Hi. Wie findet ihr es eigentlich, dass wir im dritten Lehrjahr alle Abteilungen der Hauptstelle einmal durchlaufen? Ich finde es cool, weil es abwechslungsreich ist und man sieht eben, wo seine Vorlieben sind und seine Stärken und man dann später auch weiß, wo man gerne mal hin möchte. Ja, man lernt ja auch viele neue Kollegen kennen und hat immer Ansprechpartner. Ja, und Ann-Kathrin, du bist doch gerade in der Firmenkundenabteilung, oder? Ja, genau. Gab es da heute irgendein spannendes Gespräch, in dem du mit dabei warst? Ja, also wir haben jetzt ein neues Unternehmen aufgenommen. Das sieht sehr vielversprechend aus. Ja, das ist doch cool. Und Laura, wo bist du gerade? Also im VMM, das ist das Vermögensmanagement. Ja, und was sind da deine Aufgaben? Also was machst du da so? Also da sind die Kunden, die eben ein bisschen mehr Vermögen haben als unsere Privatkunden. Und deshalb haben die auch einen anderen Anlagewunsch. Ja, stimmt. Das macht natürlich Sinn. Ja, schade, dass die Mittagspause jetzt schon vorbei ist. Ja, wir können uns ja morgen wieder treffen. Ja, das ist gut. Ja, sehr gut. Wieder um 13 Uhr? Ja. Hört sich gut an.